So. Guck mal, durch seinen Blick hier von diesem Jungen. Ich glaube, entweder ist das ein Marokkaner oder ein Libanese. Was sagt ihr? Er geht zum, ja, ich weiß nicht, wo der ist. Ist der überhaupt noch im Chat drin? Ich guck mal. Ne, der ist nicht drin. Der ist Pakistaner. Ah, Pakistaner hätte ich nicht gesagt, ja. Der heißt Ali. Zu einem Ja. neuen Vlog. Lass mal ein bisschen schlafen. Nein, wir fahren jetzt in den Europapark. 5 Stunden. Marokkaner Günaydın. How are you, my friend? Wir haben uns heute versammelt, um den Kanal Hier, zu retten. Ich wusste Marokkaner. nicht, was wir Der ist diese Woche hören Marokkaner sollen, geworden, deswegen der gehen wir einfach in Jumbo. den Europapark. Das klingt aber sehr interessant, du. Ich geh jetzt beten. Mashallah. Es ist 3 Uhr morgens und keiner mag die müden Vlogs. Wann hast du zuletzt geschlafen? Vor 2 Tagen. Ich habe vor unserem Kanal eine neue Erfindung entdeckt. Das nennt sich GoPro. Oh mein Gott, ist das die neue GoPro 10? So machen wir das an. Jetzt switchen wir kurz auf diese Kamera. Wow! Oha, ich sehe mich sogar selbst. Mama, diese GoPro ist, was aufnimmt, ja. So was hätte ich Jungs, auch gerne, ja, aufstehen, für wir wollten meine noch in den Vlogs. Europapark. Hallo Jungs, ich kann so nicht arbeiten, ich muss mein Brot verdienen. Ich glaube, der Ihr nimmt müsst jetzt gerade auch aufstehen, wir müssen mit der losfahren. Ab zum Bäcker, ich möchte GoPro auf, ein ne? Käsebrötchen Also, mit die nimmt schon krass auf. Schweinefleisch. Bruder, kannst du mich essen, heißt der schon von? Wenn ich die ersten 2 Stunden fahre, Sekunden schlaf ich, Der sieht knall so voll gegen krass nach einem LKW. Was machst Libanese du mit dem aus, ja? Europa-Park-Block? Angekommen bei Döbbe. Wow. Lecker. Willst du ohne Ei? Boah, hab ich voll Hunger bekommen jetzt. Wallah, ich hab richtig Hunger bekommen. Guck mal, dieser Käse belegt. Uff. Wallah, ich hab Hunger bekommen. Es gibt keine Quarkbällchen. Wie wärst du mit Berliner, mein Freund? Nein, ich Echte essen. Berliner mit 16 ein Dealer. Ich habe gerade für 8 Brötchen 32 Euro bezahlt. Was passiert ich stell hier? Dir mal eine Pizza. Wow. Oder ich habe Bock auf Brötchen, sowas jetzt Alter. gerade. Aber wisst ihr, auf was ich richtig Bock habe gerade? Auf Burger. So richtig mit Chicken Bullet, Käse, Salat, alles drum und dran mit krasser Soße. Aber ich habe richtig Lust bekommen, ja. Wie die wird doch Boah. eine Foto. Ich hab keinen Hunger. Okay, los geht's! Ich hab abends noch nie Autofahren sehen. Ich hab richtig Angst um mein Leben gerade. Hallo, hör auf damit! Europa-Park in Russ. Okay, ich habe Europa-Park in Russ ausgewählt. Bitte, ich schreibe, bitte! Shawarma. Oh, habe ich schon lange nicht mehr gegessen, ja? Vielleicht sogar gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich, bei meiner Frau bestimmt habe ich das gegessen. Weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, ja? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr. Ja. Gucken wir mal weiter hier, ne? Bitte. Ey, guck mal, ne? Jetzt ohne Scheiß. Warte. Ausgewählt. Bitte, ich schreibe, bitte. Nee, das wollte ich nicht. Bitte. Hier, da oben, der sieht aus wie ein bisschen wie Mert Abi. Hier. Heißt der Mert? Ja. Heißt der doch, oder? Dieser Rapper. Der sieht genauso hier so ein bisschen diese Augendings, sieht aus wie Mert. Guck mal hier, das ist doch Mert, ne? Ja, guck mal. Hier sieht das aus wie Mert. Shawarma sieht Bitte, so aus wie bitte, Döner. platz dich! Ja. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr, ja. Sieht aus wirklich so aus, ne, Yusuf? Krass, ja. Ich komm mit Mazda, platz da! Ich hab einfach 5 Stunden Fahrt in 3 Stunden gemacht. Brauchen noch 17 Minuten, mein Bruder. 17 Minuten, alles klar. Ja! Wir haben ein Umsonstiges bekommen! Geld gespart! Mama, ich hab's geschafft! Ich bin YouTuber! Bitte, gehst du zur Seite, bitte, Bruderherz! Bitte, ich komme aus Bulgarien! Einfach wie die ausrasten bei einem deutschen Lied, ja. Du bist allein! Oh, Heidepark! Nee, Aber direkt aussehen. Wir Europapark! gehen schwimmen. So, erstmal umziehen. Mein Bruder, hast du was dagegen, wenn ich mich kurz umziehe hier? Mach ruhig, alles gut.
Ehrenmann. Ich auch, Ali, komm. Da zieht sich der Johnny um. So. Weißt du, an was mich das erinnert hat? Guck mal jetzt. Er hob seine Arme und es hörte nicht mehr auf. Von hier bis dort. Ich werde niemals den Tag vergessen, als er mir vorgestellt wurde. Meine Freunde haben mir nie etwas gesagt, denn jeder schwitzt ein wenig. Das ist normal. Jeder schwitzt ein wenig. Das ist normal. Bei denen kommt Wasserfall. Guck mal. Ich mochte... Wie haben die das gemacht? Ja, dass er so... Ich mochte ihn so einen Wasserfall überhaupt nicht. Und als ich es gar nicht mehr ertragen konnte, ist etwas passiert, was das Problem gelöst hat. Und jetzt mag ich ihn sehr. Es ist mehr als ein Deodorant. Es ist ein Antitranspirant. Axe Dry. Der Benutzer, glaube ich, der Axe, ne? Nee, der benutzt was anderes. Da zieht sich der Johnny um. So? Ja, du kannst doch nicht Adidas mit Nike verbinden. Ja. Tja, dafür, da war ich meine, Messi ist dabei. Wow. Sag doch, ja, du kannst doch nicht Lila mit Blau verbinden, sag. Ja, Lila kannst du nicht mit Blau verbinden. Dafür habe ich ein graues T-Shirt dabei. Was geht ab? Was geht? Was mit Jungs? Meine Damen und Herren, das ist wohl die größte Achterbahn Deutschlands. Und die zweitgrößte in ganz Europa. Woher weißt du das? Ja, ich glaube schon, dass es alt ist. Ich guck mal nochmal hier. Da steht bestimmt, wann die das reingetan haben. Da. Vor 14 Jahren, da wart ihr ein Jahr alt. Wallah, Werbung ist älter als ihr. Wieder recherchiert, ich hab mies recherchiert. Oh nein, Alter! Ich geh da niemals drauf! Disneyland! Ich hab meinen Rucksack vergessen. Ich bin so aufgeregt, komm, wir gehen rein, Leute! Ab in den Europapark! Armin, wir haben noch Tickets, Mann! Wow, eine Märchenprinzessin! Was meinst du mit, da war ich in Spanien? Meinst du jetzt wegen dem Video hier, Europa-Park? Ich meinte sie. Wie die Frau einfach lacht. Märchenprinzessin. Wow, eine Märchenprinzessin. Wie die sich angesprochen fühlt, ja. Ich will diese Deutschen, die fühlen sich immer angesprochen bei jeder Scheiße. Ach so, ich habe früher in Spanien gelebt. Krass. Und von Spanien hier in Gelsenkirchen oder was? Was für ein Absturz ist das denn? ABK wird eifersüchtig gerade geboren. Den habe ich jetzt nicht verstanden, wirklich, ehrlich gesagt. ABK wird eifersüchtig. Weil die schon alt ist. Naja, Mann. Ich glaube, euer Chat kommt ein bisschen später an bei mir, ja? Und manchmal weiß ich gar nicht, was ihr gemeint habt. Ja, ich mach mal weiter, ne? Ich meinte sie. Wie ist fast runtergekommen. Eimer Nitro. Sehr stark. Ich hab Gefühle für den gewickelt. So zwei, drei. Von Barcelona nach Gelsenkirchen. What? What the fuck? Ich bin jetzt wirklich schockiert. Einfach von Barcelona in die Scheißstadt Gelsenkirchen. Also, ich muss sagen, ich habe noch keine beschissene Stadt gesehen außer Gelsenkirchen. Es ist schon ein richtiger Absturz. Also, herzlichen Beileid auf jeden Fall. Voilà. Ich fühle gerade mit. Das Ding ist, ihr hättet das gar nicht verhindern können, weil ihr noch klein wart. Voilà, schade.
Aber einerseits gut, dann wärt ihr jetzt nicht in diesem Stream. Nasib, alles ist Nasib. Yusuf direkt Zigaretten angezündet. Ja, so, genau diesem Modus war ich gerade. Egal, weiter geht's. Oh mein Gott, Jungs, das, worauf wir den ganzen Tag gewartet haben, Silverstar. Ich will da nicht drauf, Papa, ich will das aber nicht. Alles wird gut, alles wird gut. Gar nicht so gut. Oh, Junge, ich bin so nervös. Ein bisschen war alles einfach. Ja, wir wollten auf die größte Achterbahn Europas draufgehen. Und jetzt ist es kurz davor und jetzt habe ich Angst. Okay, Jungs, langsam wird's ernst. Wie fühlt ihr euch? Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe keine Angst, aber ich habe Respekt. Ich bin eine Person, ich weiß nicht, was Angst ist. Auch nicht vor anderen Clans? Vor niemand, nur vor meine große Gotte. Wow. Jetzt wird's ernst. Ach du Scheiße! Oh nein! Oh nein! Also noch sieht das so harmlos aus auf jeden Fall, ne? Ey, Scheiße, drück das noch mehr rein! Ich hab mein Leben riskiert, bevor. Drück rein, drück rein! Ja, jetzt Ball, Alter, hat jetzt erst Kick gemacht! Wo ist denn, wo ist Achterbahn? Der wäre fast gestorben, ja, einfach. Guck mal. Ja, jetzt Ball, Alter, hat jetzt erst Kick. Oh nein! Ey, Scheiße, drück das noch mehr rein! Ich hab mein Leben riskiert, bevor. Drück rein, drück rein! Ja, jetzt. Einfach, das war nicht richtig dran. Alter, hat jetzt erst Kick gemacht! Ich glaube, ich würde auch hier gern drauf gehen, ja? Ist das das, dieses Achterbahn hier, was doch hinten so weitergeht? Ist das das komplette Achterbahn? Wo ist denn, wo ist Achterbahn? Einfach irgendeine Mutter beleidigen, die gar nichts damit zu tun hat, ja. Ich bin auch aus Reflex gestorben. Aber ich glaube, man schreit automatisch, wenn man aufgenommen wird. Also vielleicht hätte er da nicht so krass geschrien. Ich glaube, der schreit einfach automatisch, weil er weiß, ich werde gerade aufgenommen, so. Ich nehme gerade auf. So einfach dieses bisschen so spielen, weißt du? Aber ich weiß nicht, was für ein Gefühl da ist. Also ich will jetzt nicht irgendwas leugnen, auf jeden Fall. Also die Achterbahn sieht auf jeden Fall von der Länge und von der Größe her krass aus. Okay, jetzt schreit er wirklich. Jetzt schreit er 100%. Wallah, guck mal. Der ist happy, wohl. Guck mal, wie glücklich der ist einfach. Und der Jan ist fast am Sterben hier und der chillt sein Leben einfach. Ist er jetzt ohnmächtig geworden? Ich glaube, der faked das, weil sonst wäre doch die Kamera irgendwie runtergefallen oder so. Wenn man ohnmächtig wird, lässt man doch alles locker, oder nicht? Das glaube ich jetzt nicht, ja? Also, dieses ohnmächtig sein, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann nicht mehr! Wallah, ich kann nicht mehr! Ich will nicht mehr! Okay, die Frage ist natürlich auch wieder, ob der die Kamera irgendwo festgemacht hat. Ja, der macht das auch Spaß. Ja, denke ich auch, dass er das auch Spaß macht. Wenn man ohnmächtig wird, lässt man doch alles locker. Dann wäre die Kamera auf jeden Fall runtergefallen. Außer, die ist natürlich irgendwo befestigt oder so. Ich zeig euch jetzt, wie ihr Geld spart. Ja! Ja, 20 Euro gespart! Ja. Einfach das Fotografieren, was da drauf ist. Es regnet, ihr wisst, was das heißt, erstmal abdeff. Ich hole uns diesen Hund nach Hause. Welchen Kelb willst du? Miau. Genau so, Bruder. Wow, direkt erster rein. Winner, Winner, Chicken Dinner, Junge! Okay, Chef, was haben wir gewonnen? Egal, Mann. Egal, Mann. Ich will einen Hund! Ohne mich! Ich liebe dich, weißt du, ich liebe ja, dich! Ja, aber egal, Mann! Du bist Mann. Der Schönste ohne auf mich. Der ganzen Welt! Ohne mich! Wir nehmen den, Chef! Okay.
Diesen Hund. Krass, wie der das ausgesprochen hat. Oder das ist nicht gut ausgesprochen. Hat der Mann das gesagt oder er? Ey, wie geil hat der das denn gemacht? Richtig wie ein Afrikaner. Diesen Hund werden wir jetzt verschenken und eine Familie abpacken, krass, dass sie den ganzen Tag lang einen Hund tragen müssen. Wollt ihr den haben? Willst du den haben oder nicht? Bitteschön. Gerne, den habe ich gerade gewonnen für dich, okay? Super, viel Spaß damit. Viel Spaß euch noch. Ja, haben wir diesen Partypunkte nicht? Oh, das Hund ist größer als das Mädchen, ja. Gerne, den habe ich gerade gewonnen für dich. Okay? Die fällt gleich damit runter. Die fällt einfach gleich mit dem Hund runter, so. Viel Spaß euch. Und die denkt sich bestimmt, ah, meine Schwester. Oder ist das die Mutter hier? Ist das die Mutter? Die ist ja voll klein. Gerne, den habe ich gerade gewonnen für dich, okay? Super, viel Spaß damit. Nee, das ist, glaube ich. Viel Spaß euch. Nee, das ist die Schwester, oder? Aber diese Partypunkte, die kommt dann wieder rausholen, nicht? Oder hat das nur 15 Euro gekostet? So kriegst du die Tobis als Abonnenten, ne? Also. Wollen wir keine Memets mehr, oder? Nee, keine Furkan, keine Ahmeds, ich möchte die Annemarie. Ist das ein echter Elefant? Ja. Ich traue mich mal, den zu streicheln. Alle will dich angreifen. Bleib weg. Boah, sag uns einfach Spaß. Sympathisch. Junge Ami, hilf immer hoch. Komm hoch, Bruder, komm hoch. Spaß. Ein weiser Mann sagt immer, vertrau niemandem. Oh nein, Alter. Was ist das denn? Bei Loopings bin ich raus. Ich verstehe den Satz nicht, Yusuf, ja? Der Hund ist größer als neu in Zukunft. Okay, das sieht doch mal krass aus. Hier gehen wir als nächstes drauf. Deine Mutter! Einfach diese. Sieht doch mal krass aus. Hier gehen wir als nächstes drauf. Einfach so SpongeBob-Dingens, diese Delfingeräusche. Deine Mutter! Oh nein, ich hab's mir anders überlegt. Boah, das sieht schon heftig aus. Nee, das wird gar nicht so schön. Oh, der halt gut fest. Ey, die Kamera wird mir sonst an. Yusuf, was ist los, ja? Ich weiß nicht, wie ich diesen Intervall wegkriege, ja? Ich glaube, du kannst. Du hast jetzt gewartet, bis diese 18 Sekunden vorbei sind, ne? Ich muss mal später gucken. Yusuf, du bist Depri, ja? Oder du bist verliebt. Eins von beiden. Nein, ihr habt gesagt, man kriegt ein paar Spritze ab, aber ich hab geduscht. Gib mal Head and Shoulders, Bruder. Boah, die sind richtig klitschnass, Alter. Meine Damen und Herren, wir kommen zu einer Foto in Europa Park. Wir haben uns dreimal Kumpir Kräuter bestellt und eine Kartoffelspirale. Da bin ich ja mal gespannt. Kumpir einfach. Einfach Kumpir klauen und deren eigene Variation. Eigene Dings hier machen, Variationen, keine Ahnung. Ich spreche mich gerade scheiße aus. Also ich bin mir 100% sicher, dass Yusuf verliebt ist. Ich kann mir auch denken, wer das sein könnte. Aber ich sag noch nichts. Wow, komm mit! Lecker! Smash! Hier, Janim, das ist für dich! Maschla, Janim! Meinst du das jetzt ernst mit Sarah? Sarah, du hast einer ist verliebt in dich, ja? Yusuf und Sarah. New Love Story. Hier das auch für dich, Janim. Mein Löwe. Mein Bär. Er hat die Käse reingetan, Kartoffel und Knoblauchsoße. Ja. Für weitere Food. Man weiß es nicht, ob der meinte, dass du ruhig sein sollst. Und aus dem Europa-Park gibt es wieder einfach einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Okay, alles gut.
fantastisch. 10 Punkte. So, jetzt gehen wir auf die Holzachterbahn. Ich bin bereit zum Kotzen. Bachschlatsch annehmen. Wieso machen wir das, Mann? Oh Mann, ey. Ich schwöre. Ja, dann sag mal, die sollen sag mal, deiner Freundin ist das bestimmt dann, ne? Der Crush. Dann mach mal hier, füg die mal, mach die mal zusammen hier. Die sollen zusammenkommen, die zwei Turteltäubchen. Ja, ich hab falsch verstanden, alles gut. Ich hab jetzt aber verstanden, dass du gemeint hast, dass diese boah, was los, ey? Dass die leise sein sollen. Alles gut auf jeden Fall. Ich bin eine Person. Ich habe vor nichts Angst. Ich weiß nicht, was Angst ist. Wow, wie schön. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin aus dem Alter schon raus und ich bin schon verheiratet. Ich habe alles hinter mir. Oh Mann, ey, warte, ich hab keinen Bock. Oh. Nein. Ja. Yusuf muss auf jeden Fall Attacke machen, weil wenn du zu viel wartest und du willst wirklich was Ernstes, dann Attacke, Junge. Ich meine, ihr seid auch noch jung, ne? 15 Jahre ist gar nichts, ne? Da wird noch voll viel passieren. Ja, können wir gleich machen. Ich erzähle euch dann, wie ich die kennengelernt habe. Und übrigens, es ist mittlerweile meine Frau, nicht meine Freundin. Ja, 14, 15 ist ja... Ein Jahr macht doch jetzt keinen Unterschied, wenn ich 15 sage oder 14. Ihr habt auf jeden Fall noch voll viel vor euch. Also, wenn ihr jetzt gleich eine Beziehung habt, heißt das nicht, dass die Beziehung bleibt. Oder, keine Ahnung, kann sein, dass die Beziehung vorbei ist irgendwann. Aber ey, lass mal jetzt auf das Video reagieren, ja? Und jetzt nicht über Liebe reden. Das war bisher die schnellste Achterbahn, auf der ich drauf war, oder? Unnormal, unnormal schnell. Onkel, wo geht's am schnellsten zur ersten Hauptbahnhof, Onkel? Onkel, bitte! Boah, der sah schon krass echt aus, ja. Ich hab mich schon gefragt, wieso reagiert der nicht drauf? Wo geht's am schnellsten zur ersten Hauptbahnhof? Seid mir ehrlich, das sieht so heftig aus, oder? Onkel, Onkel, bitte! Bitte, bitte, ey! Bitte, Onkel, bitte! Wieso kann man nur auf die Tür aufmachen, Junge, als ob das erlaubt ist? Darf ich eine Foto im Europapark reden? Was wünschst du dir diesmal, Ali? Boah, gib mal 2,50 Euro, ich will Churros. Abe, Porayoki, ich guck mal kurz was. Mal gucken, ob hier euer Chat schneller ankommt als da. Schreibt mal irgendwas. Ist, glaube ich, gleichzeitig, ne? Guck mal, was passiert jetzt? Nochmal schreiben. Ne, ist gleichzeitig, okay. Lüpfen habe, bitte! Inflation war habe! Bitcoin-Jock! Mit Jockis sind sie mit Jurus Haram. Ich kann nicht mehr. Ich piss mich ein. Das sind die besten Shows der Welt. Boah. Ich liebe diese Dinger. Sind die gerade in Frankreich oder so? Die sind doch beliebt in Frankreich, diese Dinger. Madeleines oder so heißen die. Das sind die besten Shows der Welt. Sind die ekelhaft. Churros? Sind das Churros? Churros, ich weiß mal, ich gegessen gar nicht. So sieht's in der Werbung aus. Ach, das sind Churros. Aber die sind voll klein. Ach, die sind in Spanien. Echt? Haram aus. Ja, da, ist ja, da sind ja die Churros beliebt, ne? In Ruhe. Nee, Jungs, das macht ihr ohne mich, Wallah. Du musst mitkommen. Wenn jetzt die Gruppe runterfliegt, war alles umsonst, Bro. No risky, no funny. Wirklich, ich will da nicht drauf. Och, Mann. Pack dir den mal. Bro, wir machen danach auf jeden Fall Community Game, ja. Wegen Ahmed Usta auch. Der wollte auf jeden Fall zocken. Was für Wein, ja. Tu das alleine, Wein. War alles nicht. Oh, nein. Aber
irgendwie habe ich voll Hunger bekommen, obwohl wir keine Foodtour-Videos geguckt haben. Haben wir schon so viel Essen gesehen. Ich habe richtig fett Hunger bekommen, ja. Ja, das können wir ja währenddessen machen. Während wir spielen, kann ich ja, können wir ja darüber reden. Das ist hier in Deutschland. Die größte Achterbahn Europas ist in Deutschland. Als ob. Was für ein Adrenalin, ja. Ich habe das schon vermisst. Diese Achterbahn steigen und diese Adrenalin. Eigentlich richtig geil, ja. Seine Stimme ist bestimmt weg. Acht bis zwölf Stunden. Ja, das ist dann wahrscheinlich entweder unten irgendwo. Ne, unten wäre 5-6 Stunden. Aber da steht Europas hier auf sein Ding. In seiner Beschreibung. Deswegen hat mich das jetzt gewundert. Nein, 5 Stunden. Ich hatte Angst, dass ich gut nicht aufnehme. Ich dachte, ich nehme nicht auf. Ich dachte, die Kamera ist aus. Geht hier nicht drauf. Das ist echt schlimm. Ja, Chilium, ist echt schlimm. Dangerous. So, etwas war's dann mit dem Vlog aus dem Europapark. Ich sag's euch ehrlich, hat sehr viel Spaß gemacht. Für mich haben sich die 5 Stunden gelohnt, weil die Achterbahn war noch leer. 5 Stunden. Oder meinte, 5 Stunden waren die drin? Ja, und für mich war das auch bisher die beste Achterbahn, wo ich drauf war. Es war krass, aber kommt hier nicht hin. Vergiss nicht den Kanal. Es war krass, aber kommt hier nicht hin. Sehr schön. Kanal zu abonnieren, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag mit einem neuen Vlog wieder. Pass auf mich auf.